So, ich habe heute drei junge Damen bei mir. Das ist die Ida, die Amelie und die Antonia. Und die haben was dabei. Da unten. Da steht so ein Reiter. Könnt ihr mir was zu dem sagen? Was ist denn das für einer? Was hat denn der da an? Ein Mantel, Und auf dem Kopf? ein Helm, Aha. Und was hat denn der am Arm noch alles? Was trägt denn der da? ein Schild, ein Aha. Speer. Schild und ein Speer. Und was für Leute haben denn so einen Helm auf, sitzen auf dem Pferd und haben ein Schild und ein Speer? Was sind das für Leute? Ha, was ist denn das für einer? Soldat? Ein Soldat, ganz genau, richtig. Ah ja, jetzt lassen wir doch mal den Soldat darüber laufen. Aha. Ja, der Soldat, der trifft da an der Pforte auf jemanden. Was ist denn das für einer? Wie schaut denn der aus, wenn er mal den schönen Soldaten anschaut und dann dieses kleine Männchen? Was ist denn das für einer? Ein Bettler. Das ist ein Bettler, ne? Woran erkennt man das, dass das ein Bettler vielleicht ist? Der hat nicht so tolle Klamotten Ja, genau, ne? Und und hat der nicht so warme und Klamotten. hat nicht so warme Klamotten. Haha. Und jetzt merkt man schon, wir spielen gleich eine Geschichte. Denn es gibt einen ganz berühmten Soldaten. Und was hat denn der Soldat da auf seinem Rücken? Das Rote da. Einen Mantel. Ah, und der Soldat, der guckt jetzt mal zu dem armen Menschen hin. Stell dir den mal dahin. Ganz genau. Und ihr wisst vielleicht schon, wen ich meine. Wer ist denn dieser Soldat? Wie heißt denn er? Ein ganz berühmter Name. St. Martin, der heilige St. Martin. Ganz genau, ne? Und wir wissen, da gibt es so eine Geschichte. Der war nämlich ein Soldat und der hat an einem Tor einen Bettler gesehen. Und was hat denn der sich gedacht, als er den Bettler gesehen hat? Ich helfe ihm. Ah, genau. Wie, ihr habt ja schon gesagt, dem friert es ein bisschen. Womit könnte man dem helfen? Vielleicht ein Stück von seinem Mantel geben. Ah, dann nimm doch mal den Mantel ab. Kriegt ihr das hin? Jawohl. Und jetzt, wer kriegt den Mantel? Der Bettler. So, cool. Ne? Jetzt hat er zumindest schon mal warme Füße, der Bettler. Ja? Der Mantel liegt auf den Füßen drauf. Was glaubt ihr denn, was jetzt der Bettler denkt? Der ist ja lieb. Der ist lieb, ne? Hätte er wahrscheinlich gar nicht gedacht. Ich meine, immerhin auf dem großen Pferd eine mächtige Gestalt, ja? Und dann auf einmal ist er total lieb. Na, das ist doch super. So, inzwischen sehen wir schon. Beide haben ein Stück von dem roten Mantel, der heilige Martin und der Bettler, der da sitzt. Und das finden natürlich viele Menschen toll, dass der Martin sowas gemacht hat. Dafür ist er weltberühmt. Damals war er schon weltberühmt und die Menschen haben dann was gemacht mit ihm. Der hat nämlich jetzt eine ganz neue Kopfbedeckung gekriegt. Setzt ihm mal die andere Kopfbedeckung drauf. Wisst ihr denn, was das jetzt auf einmal für eine Kopfbedeckung ist? Wer hat denn so einen Hut auf? Gibt es sogar heute noch Menschen, ganz wenige, die so einen Hut aufhaben? Der Nikolaus? Der Nikolaus zum Beispiel, genau. Aber der Nikolaus ist ja eine Figur von früher. Aber es gibt auch heute noch Menschen in der Kirche, die haben so einen Hut auf. In unserer Diözese Würzburg gibt es einen einzigen, der den aufhat. Der Pfarrer. Na, der hätte manchmal auch gern so einen schönen Hut auf, ja. Nein, nein, aber da gibt es Der noch einen Bischof. anderen. Der Bischof, ganz genau. Na, und die haben den heiligen Martin, weil der so super war, zu einem Bischof gemacht. Und so ein Bischof, der hat nicht nur so einen Hut auf, der hat noch was in der Hand. Genau. Und was ist denn das, was der da jetzt hat? Wie nennt man denn das? Ein Nikolausstab. Ja, könnte man sagen, ne? Das ist ein Bischofsstab. Ja? Und weil die Menschen das so toll fanden, haben die praktisch den auch später zum Bischof gemacht. Das wollte übrigens der heilige Martin gar nicht. Das war dem völlig peinlich, weil dem hat es genügt, wenn er für solche armen Menschen da war, aber die Menschen fanden das eben so vorbildlich und so toll, dass sie ihn zum Bischof gemacht haben. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross, das trug ihn fortgeschwind. Sankt Martin ritt mit leichtem Mut, sein Mantel deckt ihn warm und gut.
So lange ist es her, dass der heilige Martin gelebt hat und noch heute denken immer wieder viele Kinder an ihn. Und was lernen wir eigentlich von dem heiligen Martin? Was hat der besonders gut gemacht, was wir heute noch machen sollen? Anderen Leuten helfen. Ganz genau, ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Kinder haben ja immer da Laternen dabei, wenn sie manchmal hinter so einem Pferd und dem heiligen Martin herlaufen. Warum haben die eigentlich Laternen dabei? Was ist denn das Schöne bei Laternen? Was machen die denn? Die leuchten. Ah, genau. Ja? Und das heißt praktisch, wir sollen auch leuchten, oder? Ja. Und womit können wir eigentlich leuchten? Mit Laternen. Ja, oder was im Leben zum Beispiel? Wir haben ja gesagt, von Martin lernen wir zum Beispiel gut zu sein. Und wo sind wir da so leuchten? Wo können wir manchmal gut sein? Wenn wir anderen Leuten helfen. Ganz genau, ne? Übrigens, die Kinder laufen mit Laternen. Sollen die Erwachsenen das eigentlich auch machen, gut sein? Ja. Schon, ne? Unbedingt. Also das heißt, der heilige Martin ist nicht nur ein Fest für die Kinder, der ist ein Fest für uns alle, oder? Ja. Dann würde ich sagen, damit wir das alle auch nicht vergessen, singen wir nochmal zusammen das Martinslied. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross, das trug ihn fortgeschwind. Sankt Martin ritt mit leichtem Mut, sein Mantel deckt ihn warm und gut. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, dort unten leuchten wir.